aufmerksam. Vielen Dank für diesen enthusiastischen Begrüßungsapplaus. Und schauen Sie heute in der Bildzeitung. Schauen Sie sich das an. Oje, jetzt fließt Blut. Der Kanzler, Blut auf der Stirn. Bundespräsident Johannes Rau, Blut am Kinn. Als ich das bei unserem Bundespräsidenten gesehen habe, habe ich gedacht, oje, da hat einer vergessen, ihm die Marmelade abzutupfen. Nein! Nein! Er hat sich beim Rasieren geschnitten. Ah! Ja, Angela Merkel ist da vorsichtiger. Ja. Viele Politiker, das wussten Sie gar nicht, viele Politiker schneiden sich beim Rasieren. Ja, Dr. Guido Westerwelle soll sich neulich beim Rasieren in die Wade geschnitten haben. Dann. Unser Bundeskanzler, Sie sehen das Foto, heißt wie? Harald. Mein Onkel aus der DDR. Schröder! Dr. Schröder eigentlich? Ja, ich glaube, Dr. Gerhard Gerd Schröder. Und Sie sehen, bei ihm ist es an der Stirn. Und er hat Glück gehabt. Es ist in der Dusche passiert. Ihm ist ich weiß jetzt nicht, ob er von unten an die Stange rangestoßen ist, wo der Duschkopf befestigt ist. Nein, nein. Ich glaube, der Duschkopf ist natürlich von oben auf ihn draufgefallen. Und er wäre fast bewusstlos aus der Dusche gekippt, aber konnte sich noch an seinem schwarz-rot-goldenen Duschvorhang festhalten. Sonst. Uah. Und ich sag's Ihnen jetzt ehrlich, das hier, das ist keine Narbe. Das ist ein Riss. Das ist wie im Horrorfilm. Der Kanzler ist kurz davor zu platzen vor Stolz auf Deutschland. Das ist der wahre Grund. Wir haben heute Abend, meine Damen und Herren, zwei großartige Gäste. Unser erster Gast ist ein lieber Freund, den Sie mittlerweile kennen. Autor bei uns, er ist Percussionspieler bei Götz Alsmann in dessen Band. Und er ist vom Beruf Zoologe. Und heute erklärt er uns und hat tolle Tiere mitgebracht. Alles zum Thema Kröten, Frösche und Lurche. Denn, auch wenn man es nicht gemerkt hat, der Frühling ist da. Heute Abend bei uns unser lieber Freund Markus Passling. Und mein zweiter Gast, eine junge Kollegin von MTV, aber sie ist eigentlich vom Beruf Meeresbiologin. Wie geht das zusammen? Eine abgeschlossene Ausbildung und dann zu MTV. Auch das gibt es heute Abend zum ersten Mal bei uns, die MTV-Moderatorin Johanna von Haarlem. Maul- und Klauenseuche. Sind Sie beunruhigt? In Holland jetzt, kurz vor der Grenze. Ja, das ist die schlimmste Seuche aus Holland, die uns bedroht, seit den Tomaten. Und die Frage ist jetzt, was, viele fragen sich, was kommt zuerst nach Deutschland? MKS oder Mir? Morgen ist es soweit. Mir, mir nix, dir nix, mir san mir. Hoffen wir, dass die berechnete Absturzstelle stimmt. Modern Talking! Wer kennt sie nicht, die beiden großartigen Womanizer? Modern Talking. Bleiben Sie bitte auf dem Teppich. Ja? Schlimmer Verdacht. Modern Talking sollen Sänger im Hintergrund gehabt haben, die das machen. Das machen gar nicht Dieter und Thomas Anders selber. Und man hat sich jetzt geeinigt, je 100.000 Mark an drei Sänger. Modern Talking soll nicht selber gesungen haben. Ich wusste bisher überhaupt nicht, dass Modern Talking singt. Ja. Na, süße. Dieter Bohlen, Thomas Anders, drei Sänger im Hintergrund, das sind fünf Sänger. Das sind ja mehr Sänger als Akkorde. Wie heißen Sie jetzt? Modern Vanilli? Millie Talking? Fünf. Ja, Dieter Bohlen, Thomas Anders und Brother Louis, Louis, Louis. Brother Louis,
Bradley. Das nächste Thema wird Sie begeistern. Und zwar eine Studie hat jetzt herausgefunden, 66% aller deutschen Frauen denken beim Sex an einen anderen. Erschreckend für uns Männer, oder? Ich denke beim Sex nie an andere. Ja, ich denke beim Sex nur an mich. Unglaublich, diese Zahlen. 66% der Frauen denken an einen anderen Mann. In Köln sind es sogar 75% der Männer. Und es ist unglaublich, was sich Frauen vorstellen beim Sex. Viele denken an Sex mit einem anderen. Manche haben ganz extreme Fantasien, denken an Sex mit Orgasmus. Oft rufen Frauen, ja, schneller, schneller. Tja, vielleicht ist einfach nur die Batterie alt. Der saure Gurkenwitz. Bei solchen Themen kann man nur stolz sein. Und zum Thema, ja, wir sind stolz auf Deutschland. Heute eine neue Folge unserer beliebten Gunschbox. Emma Gunsch liest We Are The Champions von Queen. Ihr habt mir Ruhm und Glück gebracht. Es war kein Bett aus Rosen, keine lustige Kreuzfahrt. Aber ich werde es nicht verlieren. Wir sind die Meistersportler, mein Freund. Und wir kämpfen immer weiter bis zum Ende. Wir sind die Meistersportler. Wir sind die Meistersportler. Keine Zeit für Versager, weil wir die Meistersportler der ganzen Welt sind. Wir sind die Meistersportler, mein Freund. Ja. Heute, Sie sehen es noch immer im Hintergrund, Fahnen auf Länder, von Ländern, auf die wir stolz sind. Baden-Württemberg, mein Heimatland, am Sonntag Wahl, genauso übrigens wie in Rheinland-Pfalz. Bitte gehen Sie wählen, meine Damen und Herren, vor allem, wenn Sie wahlberechtigt sind. Wir werden nachher noch auf die fantastischen Wahlen auch in Rheinland-Pfalz mit dem sensationellen Ministerpräsidenten Kurt, Football is coming home back, zurückkommen. Und das Heimatland der Late Show, die USA, Europa, Nordrhein-Westfalen und natürlich die deutsche Fahne insgesamt. Und wir haben uns heute Mittag habe ich schon wieder bei Sonja die Peitsche Zietlow gesehen. Der Schwächste fliegt. Tolle Antwort. Meine zwei Lieblingsantworten heute Nachmittag. Frage, wer forderte 1748 die Gewaltenteilung? Antwort, Molière. Und das zweite, die Antwort war falsch, es war Montesquieu. Hätte ich auch nicht gewusst. Erkältet? Nö. Bäuerchen gemacht. Und die zweite Frage war, der Maler Gustav Klimt wurde welcher Epoche zugeordnet? Rokoko oder Jugendstil? Und der Kandidat sagt leider Rokoko. Man hätte es wissen können. Hat Gustav Klimt nicht auch so stark erotische und sexuell inspirierte Bilder gemalt? Ja, auch. Oder verwechsel ich mit einem anderen? Nee, das ist schon richtig. War das auch Gustav Klimt? Ja, ja. Man kommt ja völlig durcheinander. Ich bin froh, wenn ich mir noch die Witze merken kann abends. Es ist auch wahnsinnig schwierig, weil manchmal ist es so, ja. Sie haben einen Satz und aus diesem einen Satz können sich 50 verschiedene Witze entwickeln. Verstehen Sie, was ich meine? Sie alle kennen doch zum Beispiel diese Mega-Witze aus der Abteilung, kommt eine Frau zum Arzt. Sehen Sie. So. Und da können 500 Pointen drauf folgen. Und wir haben heute Morgen festgestellt bei unserem Brainstorming und Think Tank, einer der ganz großen Klassiker ist der Restaurant-Sketch. Schauen Sie mal das hier an. Das ist mein Latz. Sie werden fragen, warum hat dieser Latz ein Loch? Du bist ja richtig erkältet. Du sollst in die Philharmonie gehen mit diesem Husten. Ja. Das habe ich neulich gehört in der Philharmonie. Du kriegst nicht weg. Nee. Das ist aber schon lange. Ja, ich weiß. Das ist dieser trockene Husten. Knapp drei das Wochen. Das ist mehr als ein Husten. Mhm. Aber du willst es ja nicht wahrhaben. Schauen Sie mal, das ist alles so vorbereitet. Hier in meiner Krawatte ist das Mikrofon. Sehen Sie? Ohne Mikrofon würden Sie mich gar nicht hören, aber
Hier ist. Oh, der Krawattenkollektiv. Hier ist das Mikrofon. So, damit Sie mich auch hören können mit Tuch vor der Krawatte, ist das so präpariert, dass ich den Latz drüber habe und Sie können mich trotzdem noch hören, oder? Mit unverminderter Qualität. Ich meine jetzt vom Ton her, nicht vom Inhalt. Ja, Sie können mich hören. So, so. Jetzt. Muss ich sehr vorsichtig balancieren. Suppe. Ist Suppe eigentlich ein stimmhaftes S am Anfang? Oder sagt man Suppe, korrekt? Nee, Suppe. Suppe. Das ist für uns Baden-Württemberger wahnsinnig schwierig. Echt? Auf der Schauspielschule haben sich viele den Kiefer ausgerenkt bei Sätzen wie, als die Sonne kam, aß ich eine Suppe. Mhm. Das sagt man in Baden-Württemberg nicht mehr. Das heißt Suppe, Sonne. Sonne. Suppe. Viele sprechen unnatürlich. Achten Sie mal auf Politiker aus Baden-Württemberg. Lassen Sie sich nicht die Suppe versalzen. Wenn Sie ganz konzentriert sein müssen auf dieses stimmhafte S. Suppe. Die Suppe versalzen. Führt zu so einem leichten Krampfzustand im. So. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Jetzt schauen Sie mal hier. Das ist der berühmte Restaurantsketch. In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Und da muss ich auch die Kollegen von der Requisite wirklich loben. Schauen Sie mal das an. Ja. Schauen Sie mal das an. Und damit Sie mal sehen, dass es bei uns wirklich auch intensives handwerkliches Können ist, in der Probe ist die Fliege plötzlich abgesoffen. Das heißt, der Restaurantsketch, der klassische, funktioniert eigentlich gar nicht. Ja, weil die Fliege säuft ab. Und unser Requisiteur, der scharfe Sven, hat, das kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen, sonst ist das ruiniert, unter die Fliege einen Holzklotz getackert, damit die Fliege auf der Suppe schwimmt. That's Showbusiness! Ja. Ich bin ein Perfektionist, Sie wissen das, wenn Sie es jeden Abend sehen. Und da muss natürlich der Teller so stehen, dass der Löffel recht ist. Ja? Weil also, ich bin ja kein Linkshänder, aber Suppe essen und so. So. So, jetzt spielen wir diesen Sketch. Ja, wir fangen jetzt an. Bitte? Ja, fangen wir an. Habe ich zu lange vertändelt? Nein, überhaupt nicht. Nee, wir haben doch Zeit, hast du gesagt heute. Ja, selbstverständlich. Das ist heute mal Zeit. Bin völlig irritiert, ich habe schon 2 Minuten nicht gehustet. So, jetzt, meine Damen und Herren, der Klassiker-Sketch im Restaurant, eine Fliege in der Suppe. Und der Sketch beginnt mit dem Klassiker. Herr Ober! In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Ach, das kann sie also auch? Herr Ober! Na bitte? In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Tut mir leid, die Krawatten sind alle. Herr Ober! Ja, bitte? In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Entschuldigung, der Elefant war zu groß. Ist das gut. Herr Ober! Ja? In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Was haben Sie bei dem Preis erwartet? Scampis? Ja, bitte. In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Psst, nicht so laut, sonst will jeder eine. Herr Ober! Ja, bitte. In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Seien Sie auch froh, die Einlage ist gratis. In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Keine Sorge, die ist nicht viel. Herr Ober! Bitte? In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Haben Sie denn erwartet, Franzi von Almsick? Ah.
Opa! Ja? In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Da haben Sie aber Glück gehabt. Wenn Sie 100 zusammen haben, kriegen Sie ein Fahrrad. Herr Ober! In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Tja, die fressen noch jeden Dreck. Wie viele kommen noch? Der letzte jetzt. Jetzt der letzte. Und wir wären Dilettanten der Dramaturgie, wenn das nicht der Megabrüller wäre, oder? Der Wegschmeißer, der Knaller. Herr Ober! In meiner Suppe schwimmt eine Fliege. Wo? Ach, tatsächlich. Ja, die sind wirklich ganz hervorragend. Ist das gut gewesen. Jetzt zu einem ernsten politischen Thema, nämlich Wahl in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und es ist völlig klar, wir, nicht nur, dass wir politisch neutral sein müssen, wir sind es auch aus tiefster demokratischer Überzeugung. Aber ein Wahlkampfspot, den man leider nur in Südwest 3 sehen kann oder im Südwestfunk, weil es sich auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bezieht, hat uns besonders überzeugt, weil er qualitativ so gut ist. Das muss ich einfach sagen. Ja. Wir reden nicht von der politischen Aussage. Ich bin überzeugt, dass die CDU und FDP in Rheinland-Pfalz mindestens ähnlich so fundierte Aussagen machen. Aber es ist einfach filmisch fantastisch. Es ist der Spot des aktuellen Ministerpräsidenten und unseres Lieblings des Monats, Minister Football is coming home, Kurt Beck. Und ich finde, wir sollten uns diesen Spot einmal genauer anschauen, denn es lohnt sich. Er ist nicht so platt und schlecht gemacht wie die meisten anderen. Wir bestimmen, wer regiert in Rheinland-Pfalz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie wissen, am 25. März diesen Jahres ist Landtagswahl. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren unseren Job in Rheinland-Pfalz für die Menschen ganz gut gemacht. Deshalb bitte ich um mehr Vertrauen. Ich bitte Sie, wählen zu gehen und bitte Sie darum, insbesondere auch mit Ihrer Zweitstimme für die SPD und damit für einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten mit Verlaub für mich zu stimmen. Ich sage es nochmal, es geht nicht darum, um den politischen Kurs, ob Sie SPD oder CDU. Es ist einfach, es ist filmisch auf der Höhe der Zeit aufgelöst. Und es ist von Kurt Beck toll gespielt. Also ja, nicht gespielt, er meint es ja ernst. Also toll ernst rübergebracht. Vor allem diese, was mir gut gefällt, ist dieser menschliche Knuddel-Teddy-Tonfall. Es ist Wahl. Und ich finde, Sie haben die Sache ganz gut gemacht. Auch bescheiden, nicht so. Wir haben tolle Arbeit geleistet, wir haben so ganz gut gemacht. Können wir das nochmal sehen? Oder wir könnten ja erstmal anschauen, das hätte man nicht gewusst, Kurt Beck ist wirklich ein Freund der Großen dieser Welt. Lass mal, Dalai Lama, also gut, ich meine, der lässt sich eigentlich mit jedem fotografieren, kann man sagen, oder? Richard Gere. Saß auch schon bei Fliege und so. Aber mach mal langsam weiter. Hier, Johannes Rau. Weiter. Ah! Oh! Das ist fantastisch. Hier, mit Clinton, gerade noch im Bild, aber eindeutig der Mann hinter Clinton, kann man sagen. Und das ist eigentlich da oben, das gefällt mir auch sehr gut. Der Entscheidende ist, glaube ich, der neben Scharping, oder? Ist das Graf Pilati oder wer ist das denn? Das ist Boris, oder? Wer? Ist es Boris? Oder ist es ein Sicherheitsmann? Unglaublich, auf einem, in einer Anzeige mit Scharping und mit Clinton. Und machen wir weiter, es kommt noch. Hier, das ist mein Lieblingsfoto. Schau dir das an. Hinter Jacques Chirac im Hemd. Und ich frage mich, warum im Hemd? Hat er schon Getränke eingeschenkt? Und hieß so, Kurt, wir machen ein Foto, komm mal gerade schnell rüber. Moment, ich komme, ach Gott, ich hab keinen Jack. Ach, jetzt machen wir ein Foto, ich hab keinen Jack. Warte. Kurt! Das ist schon so. Chirac kommt. Beeilt euch mal, der Chirac ist da. Oh ja, das hätten wir uns früher sagen können. Es hat Kreise 250 Gläser. Wir haben auch
bloß zwei Hände. Also gut, ich helfe euch schnell. Und dann, Kurt, wir wollen Foto machen, komm mal schnell. Ach, jetzt hab ich keine Jacke. Ach du lieber Gott, jetzt ist eh mal der Charakter und ich hab keinen Kittel. Aber trotzdem, fantastisch. Und ich meine, er ist ganz am Bild und Chirac nur die Hälfte, ja? Noch einer? Das hier. Wer ist das denn? Kreis seiner Mitarbeiter, keine Ahnung. Das ist der Kreis seiner Mitarbeiter. Es gefällt mir, dass er die Mitarbeiter nicht vergessen hat. Mhm. Viele vergessen die Mitarbeiter, wenn sie erstmal die Hand in der linken Tasche haben. Und dann? Und jetzt schauen Sie das an. Zeig es mal bitte. Ja. Ich frage mich, nee, ich möchte die Deko sehen, wo er sitzt. Zeig mal bitte diesen Knuddeltötti-Tonfall. Aber mit dem Übergang, wo er erst ernst und dann wird es so knuddelig. Mann. Sie wissen, am 25. März diesen Jahres ist Landtagswahl. Ah. Ich finde, oh, wir haben die Zeig es nochmal. Ist entscheidend. Meine Damen und Herren, Sie wissen, am 25. März diesen Jahres ist Landtagswahl. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren unseren Job in Rheinland-Pfalz für die Menschen ganz gut gemacht. Ganz gut, ja. Deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen. Ich bitte Sie, wählen zu gehen und bitte Sie darum, insbesondere auch mit Ihrer Zweitstimme für die SPD und damit für einen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten zu stellen. Ich finde, also, was mir fehlt, ist, dass am Schluss gemacht wird. Und schau dir mal die Deko an. Da haben die einen Designer geholt. Oder? Weißt du, ich glaube, das ist im Staatsratsbüro von Ulbricht noch aufgenommen. Echt? Also vom Holz her ist das für mich noch DDR. Hinten. Kommt hin, ja. Und diese zwei Fahnen, die hat man nicht einfach so reingestellt, sondern das ist schon ausgewählt gemacht, oder? Ja. Vom Bildausschnitt her. Das ist natürlich schon eigentlich Manipulation der Massen, wenn du so von einem Bild fasziniert bist, dass du kaum noch auf den Inhalt achtest. Lass mir noch mal die Knuddel-Teddy-Stelle, bitte. Die erste oder die zweite? Die erste, die ist so besonders süß. Achtung. Mit dem Übergang. Ja, jetzt. So, jetzt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo. Sie wissen, am 25. März dieses Jahres ist Landtagswahl. Jetzt! Ich finde... Ja! Ich finde wirklich. Und jetzt dürfen wir auch noch Fußball sehen. Und ich habe immer überlegt, als ich das gesehen habe, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ist das die wirkliche Stimme oder ist das synchronisiert oder irgendwie erinnert mich das an was? Und dann habe ich nochmal genau hingehört und schauen Sie mal, ob Sie das auch hören. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie werden mich nicht auf Anhieb erkannt haben. Ich bin's, der Bundeskanzler. Ich möchte Ihnen einmal sagen, dass ich am liebsten dicke Sauerländer mit Kartoffelsalat esse, insbesondere wenn dieser mit fetter Mayonnaise gemacht ist. Ich könnte mich daran totfressen. Aus diesem Grund bitte ich Sie, einen solchen Kartoffelsalat an Helmut Kohl mit Verlaub an mich zu senden. Landtagswahl. Wie heißt eigentlich der Spitzenkandidat der CDU in Rheinland-Pfalz? Christoph Böhr. Böhr. Also Christoph Böhr. Und der Böhr heißt auf jeden Fall, aber Christoph. Ja, Christoph Böhr. Und der Spitzenkandidat der FDP ist Rainer Brüderle. Ja, genau. Ja, Rainer Brüderle. Ja, das ist ja Baden-Württemberg. Bitte? Nein, Baden-Württemberg ist Walter Döring. Ah, ja, ja. Hm. Walter Döring. Sie fragen, wie mein Scheitel gemacht wird? Mit dem Beil. Nee, das geht nicht anders. Das hat Tradition in Baden-Württemberg. Ah, der zieht sich der Scheitel auch morgens mit dem Beil. Walter Döring hat auch diesen stimmhaften S-Sprecher, haben sie alle. Fritz Teufel nicht. Und Dynamik Ute Vogt ist schon ein bisschen, kommt ja auch aus Kurpfalz, Heidelberg. Gleich, meine Damen und Herren, ist es soweit. Und wie die Zufälle so spielen. Unser Kollege und Zoologe Markus Paslik heute mit einem Feuersalamander hier, mit Kröte und mit einem Frosch. Und am Sonntag, am kommenden Sonntag, ist es das Thema in der erfolgreichsten Talkshow im deutschen Fernsehen bei Sabine Christiansen, Kröten. Hallo und herzlich willkommen zu Sabine Christiansen. Krötenwanderung, mein Thema heute. Was es damit auf sich hat, darüber informiert unser folgender Bericht. Wenn es nass und die Temperatur wärmer ist, wandern Kröten von einer Straßenseite auf die andere und damit zurück ins Studio. Soweit unser Bericht. Mein erster Gast trägt seit Jahren
Kröten von der einen Straßenseite auf die andere. Herzlich willkommen, mein Zivi. Mein zweiter Gast ist der größte Feind von Fröschen und Kröten. Herzlich willkommen, der Pirelli-Reifen. Mein dritter Gast behauptet, allen Unkenrufen zum Trotz, Kröten aufsammeln ist nicht gefährlich. Herzlich willkommen, der Vorsitzende von Greenpeace, Thilo Botha. Herr Riester, was machen Sie denn hier? Apropos Krötchen, ist die Kohle schon auf dem Konto? Jawohl, Frau Christiansen. Na dann, ich gehe einkaufen. Bis nächste Woche, Ihre Sabine Christiansen. Unser erster Gast heute Abend, Autor bei uns, Perkussionsspieler in der Band von Götz Alsmann und von Beruf Zoologe. Herzlich willkommen, Markus Paslik. Mit der legendären, ich habe ein Tier dabei, Tasche. Vielleicht stelle ich dein Wasser mal weg. Ja, wenn du was möchtest, kann ich dir gerne geben. Die können wir da drüben nehmen. So, also, ein Frosch. Hier kommt eine Kröte. Das ist eine Kröte. Und jetzt das Tier, was du schon angesprochen hast. Der Star, der Feuersalamander. Genau. Ein fantastisches Exemplar und die Kinderherzen. Ich weiß nicht, bei heute wahrscheinlich nicht mehr so, aber früher, da ist natürlich Lurchi. Das gibt's immer noch, Lurchi. Gibt es immer noch? Ja, ja, gibt's immer noch. Gibt auch neue Folgen, gibt's da, habe ich gehört. Von Lurchi? Ja, neue Folgen. Also das ist Lurchi in Rheinkultur. Jetzt muss man natürlich sagen, viele, viele Tierschützer schauen uns jeden Abend bei einem Steak zu und die sagen natürlich, Moment mal, es war für dich gar nicht einfach, an die Kröte und den Frosch heranzukommen heute Morgen, oder? Wann musst du aufstehen? Ich habe die gestern Nacht quasi noch gefangen. Das Problem war, es gab jetzt einen Kälteeinbruch. Die Frösche und die Kröten wandern jetzt zu ihren Laichgewässern, sind zum Teil schon in Gewässern drin. Und jetzt wird es so kalt, dass sie sich wieder verkrochen haben. Wofür kriechen die sich dann? Wenn sie schon im Wasser sind, auf dem Gewässergrund, und wenn sie noch auf der Wanderung sind, verkriechen sie sich irgendwo zwischen Steinen oder graben sich einfach in den Boden ein. Und das heißt, du musstest in den Tümpel rein? Ja, genau. Und den Frosch fangen? Ja, also das ging auch nur nachts, weil tagsüber lag noch Schnee auf dem Tümpel und nachts mit Lampe konnte man da tiefer rein leuchten und naja, die beiden habe ich eben erwischt. Und schau mal, jetzt sieht man, ach guck mal, schade, jetzt, vielleicht kann sie sich hier rumschleichen, der Frosch guckt hierher. Kannst du dich hier rumschleichen? Weil, guck mal hier. Da sieht man gerade die, auch an der Kehle, da macht er immer Bewegungen mit und das ist nämlich die Mundhöhlenatmung. Die können also verschiedene Arten und Weisen atmen, die haben zwar Lungen, einfach strukturierte Lungen, die machen sehr viel Hautatmung. Also, dass die den Sauerstoff direkt über die Haut aufnehmen können, ist wichtig für den Winterschlaf zum Beispiel oder wenn sie sich im Schlamm vergraben. Da ist ja mit Lungen nicht viel zu machen. Genau. Damit wir jetzt böse Menschen davon abhalten, dass die auch heute Nacht in einen Tümpel gehen, mit der Taschenlampe reinleuchten, du hast die offizielle Tümpel. Die, heißt das Tümpelgenehmigung? Die Lizenz zum Tümpeln ist das. Die Lizenz zum Tümpeln? Ja. Nee, also, es ist so, dass diese Tiere zwar nicht auf der roten Liste stehen, der gefährdeten Arten, aber es ist nach dem Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen so, dass man wildlebende Tiere nicht mutwillig beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund fangen, verletzen oder gar töten darf. Das sollte man mal sagen. Beunruhigen? Ohne vernünftigen Grund fangen. Ja. Kann man sagen, was ein vernünftiger Grund wäre? Ja, zum Beispiel habe ich hier eine Ausnahmegenehmigung bekommen, wenn ich die einmal zeigen darf. Hier. Kreis Borken. Kreis Borken. Das ist die korrekte Aussprache, sollte man auch mal sagen, Borken. Borken ist das. Das R wird im Münsterland wie A gesprochen. Ja. Ja. Und es gibt noch das berühmte Dehnungs-E. Also, das heißt nicht Zösfeld, sondern Coesfeld. Ja, oder Soest. Oder Lahr. Hier haben wir Menschen aus diesen Randgebieten, die von fantastischen Landgebieten, also Biotope eigentlich, ja. So, und ich habe eben die Genehmigung, Herr Paslik, Sie beabsichtigen, den Grasfrosch und die Erdkröte für einen pädagogischen Fernsehbeitrag einzubringen. Aha! Damit hat uns der Landrat des Kreises Borken auch einen Auftrag erteilt, finde ich. Pädagogisch hinzuweisen. Ja. Was passiert nach der Sendung mit diesen Tieren? Das ist ja wichtig zu wissen. Erstmal bleiben die natürlich nicht in diesen Terrarien oder in diesen Kästen. Ja. Das ist ja nur, um die hier gut filmen zu können, gut zeigen zu können. Ja. Die werden natürlich da, wo sie gefunden wurden, wieder ausgesetzt. Von dir persönlich? Ja, von mir persönlich. Lurchi auch? Nein, Lurchi ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch schon wandern. Bei uns in der Region, da Raum Münsterland, gibt es sie auch nicht. Und
Das ist ein gezüchtetes Tier. Also der ist schon so groß geworden. Der ist natürlich auch registriert. Das ist von dem bekannten Amphibienforscher Thomas Mutz gezüchtet worden. Sicherlich ein Begriff. Absolut, für dich. Natürlich. Und der ist also auch schon, man kann ihn auf die Hand nehmen und alles. Also der ist schon in Gefangenschaft groß geworden. Der hat allerdings auch normalerweise ein viel größeres und schöneres Terrarium. Aber schau das mal an, diese Bewegungsabläufe und dieses Gelb. Lurche wandert auch? Ja, die machen nicht so extreme Wanderungen wie die Grasfrosch und die Erdkröte, sondern... Die Kröte macht ja irgendwie gar nichts, ne? Ja, sie... Unbeweglich. Ist das Tarnung oder ist die Kröte an sich... Also bei den Kröten ist so, die verlassen, es ist schon erstmal durch die Färbung eine Art Tarnung und zweitens sind alle Amphibien giftig, muss man dazu sagen. Bitte? Ja, nicht für uns giftig. Ach so, Gott aber sei Dank. Das ist schon für den Menschen? Nee, nicht giftig. Reingefallen. Reingefallen. Warum wandern eigentlich diese Tiere? Ich meine, wir können Kröten im Anorak, die wandern oder dabei singen, aber warum wandern animalische Kröten? Es ist so, dass Amphibien, wie der Name schon sagt, die haben einmal das Wasser als Lebensraum und das Land als Lebensraum. Und das Wasser suchen sie jedes Jahr wieder auf, um sich dort fortzupflanzen. Im Wasser? Im Wasser. Das heißt... Bei den Kröten ist es ganz extrem. Die haben mehrere Lebensräume. Die haben einmal. Guck dir mal das an, in die Kamera rein. Das ist ein TV-Frosch. Also Entschuldigung, ich hatte die unterbrochen. Wir waren beim Thema Paarung im Wasser. Also ganz kurz, die gerade Frösche und Kröten haben verschiedene Lebensräume. Die haben einmal ihr Laichbiotop, wo sie sich vermehren. Dann haben sie einen Sommerlebensraum, der kann bei Kröten bis zu 2-3 Kilometer weit weg sein. Und sie haben eben ein Winterquartier da, wo sie überwintern. Und das Problem ist, sie müssen eben im Jahresrhythmus, also nach dem Winterschlaf, ins Laichgewässer wandern, von da aus wieder in das Sommerquartier wandern, von da aus wieder in das Winterquartier wandern. Und nun gibt es ja in der Republik viele Straßen und Zerschneidungen dieser Lebensräume. Und das ist eben das Problem dieser Kröten. Und darum werden eben jedes Jahr so wahnsinnig viele auf diesen Wanderungen überfahren. Ist es sinnvoll, Kröten über die Straße zu tragen? Ja, damit geht man zumindest, geht die Kröte das Risiko, überfahren zu werden. Aber ist es nicht so, dass eine Kröte, wenn sie von Menschen vielleicht dann sexuell unattraktiv für das Männchen wird? Also sagt man ja bei Tieren, wenn die angefasst wird, ist das wahrscheinlich Quatsch. Nein, das ist also nur bei höheren Säugetieren, ist auch bei Vögeln auch schon nicht so. Ja. Also ist es bei Rehkitzen soll man es nicht machen oder bei Kaninchen und wie, so. Wie lange braucht denn so eine Kröte oder so ein Frosch für die Wanderung? Ja, man macht ja denken, die sind Frösche wandern ja nicht, ne? Doch, die Grasfrösche auch. Ja. Nicht so extrem wie die Kröten, aber... man macht ja denken, die können gut hüpfen, die müssen ja schnell drüber sein über so eine Straße. Aber das Problem ist, die wandern ja schon zeitig im Frühjahr und die Nächte sind kalt. Also man sagt so, wenn ein paar Nächte über 5 Grad sind, fangen die an zu wandern. Und dann ist es so, dass die Straßen erstmal wärmer sind als die Umgebung. Das heißt, die Kröten, weil sie wechselwarme Tiere sind, nutzen schon mal die Straße, um sich noch ein bisschen aufzuwärmen. Jetzt kommt ein anderer Effekt dazu, nämlich die männlichen Kröten sind unglaublich hinter dem Weibchen her. Also das Verhältnis Männchen-Weibchen ist so 3:1 bis manchmal 10:1, weil die Weibchen nicht jedes Jahr ableichen. Das heißt, ein riesiger Männerüberschuss. Ja. Und die Männer umklammern eigentlich alles, was jetzt groß genug ist und irgendwie passen könnte. So, und weil sie sonst durchs Gras kriechen oder unter Holz, haben sie keine gute Übersicht. Und auf der Straße, das ist auch vielleicht, kennt das einer, dann richten sie sich so auf und können sich umgucken, weil es ein deckungsfreier Bereich ist. Sie können also die Weibchen schon abfangen, bevor sie ins Gewässer gehen. Und dann sieht man das eben, dass das Männchen huckepack sich von dem Weibchen ins Gewässer tragen lässt. Wieder einmal sagen wir Glückwunsch Natur, wie du das eingerichtet hast, oder? Es gibt auch einen schönen Effekt. Die Männchen, weil sie eben nicht direkt unterscheiden können, was Männchen und Weibchen ist, haben die Männchen einen Abwehrruf. Das heißt, wenn man den unter die Arme fasst, dann machen das heißt die so... Männchen, Männchen. Genau, das heißt machen also die so... Und dann ist das Signal, ach nee, scheiße. Das wäre eigentlich in Köln auch ganz schön. Ja, in Köln wird man das eigene Wort in mancher Kneipe nicht verstehen, glaube ich. Ist ja schon erforscht, ob es Homosexualität bei Kröten gibt? Also, wir reden hier so aus unserer Heterosicht des arroganten Menschentums. Nö, das gibt es immer mal.
Auch bei Tieren, ja. Homosexualität. Ja. Ja. Aber das heißt also, wenn man sozusagen Huhu hört, mhm, da kann ja der Laie im Wald kaum unterscheiden, ob es sich um ein Käuzchen handelt oder um ein nicht paarungsbereites Männchen. Das hört man schon. Hört man das? Käuzchen. Käuzchen ist ja so. Komm, Lurke. Wir müssen jetzt Lurke in sein großes Terrarium lassen, weil. Es tut einem doch ein bisschen weh, wenn man ihn hier so rumklettern sieht in diesem, ja, zu engen Terrarium. Und wir, ich sag's nochmal, wir stellen das auch im Auftrag des Landrats von Borken als pädagogisches. Im Grunde heißt das Finger weg, außer man trägt sie über die Straße. Ja, ja, man soll einfach diese Tiere wirklich nicht ohne. Also man, es ist natürlich auch so, ich habe jetzt hier eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um diese Tiere zu fangen. Ja, ja. Aber man braucht komischerweise keine Genehmigung, wenn man sie auf der Straße überfahren will. Das ist ja auch merkwürdig, ne? Wobei, das wäre eine Möglichkeit, das mal dahingehend zu regeln. Also, man darf Kröten totfahren, muss sie auch vorher genehmigen lassen. Also, eine Sache wollte ich noch sagen. Es gibt manchmal jetzt diese Schilder Krötenwanderung. Und da muss man sagen, dass die Autofahrer langsam fahren sollen, weil das hilft auch schon, wenn sie zu schnell sind, werden durch den Unterdruck die Kröten unter das Auto geschoben und dann sind sie auch tot. Oder ich würde auch sagen, ruhig mal als Autofahrer scharf abbremsen, wenn man glaubt, eine Kröte gesehen zu haben. Zum Beispiel. Ja, könnte ein Verwandter sein. Also, das war toll, wie immer. Wir sind wahrscheinlich wieder im Sommer oder im Herbst. Ja. Dann mit Klapperschlangen, Pinguin und Segnet. Markus, liebe Grüße an der Götzler-Sitzung. Markus Passling, meine Damen und Herren. Sind das Fans oder sind das Mitarbeiter von MTV? Das sind meine Freunde. Das sind deine Freunde. Sind das auch Meeresbiologen? Nein, das sind Schauspieler. Wirklich? Ja. Aus irgendwelchen Serien, die man kennt, oder? Nein, vom Theater. Aha, hier in Köln? Ja, letztens war Faster Pussycat, ja, von Russ Meyer. Russ Meyer, in Göttingen. Porno? Da gab es auch einen Bericht darüber beim NTV. Aha, glaube ich, ja. Ja, und da haben die gespielt. Mhm. Faster Pussycat, läuft das noch? Das läuft, glaube ich. Auch das ist im Grunde. Noch einmal. Man merkt es ja schon in diesem Faster Pussycat, wie du das sagst. So, das ist 4-5 Jahre Los Angeles. Wie lange warst du da? 3 Jahre war ich da. 3 Jahre. Und da hast du dein Studium gemacht? Ja, da habe ich mein Studium gemacht. Ich war auch ein Jahr in Dänemark. Ja? Da auch hast du das Studium abgeschlossen? Ja. Ja? Was, ich finde das wahnsinnig faszinierend, Meeresbiologie. Ja? Ist das im weitesten Sinne mit der Rettung des Meeres beschäftigt oder was macht man da? Also ich wollte natürlich das Meer retten, vor allen Menschen. Ja. Bist du Mensch die größte Bedrohung im Meer? Wahrscheinlich schon, oder? Na klar. Nur der Mensch. Ja klar, Mann. Mit Öl, mit Tankern, mit Tankern, Ozonloch, die kaputt laufen und so weiter. Ozonloch auch. Natürlich. Ich sag mal, ist das Ozonloch, gibt es das wirklich oder mal ist es größer, mal ist es kleiner, jetzt schreibt keiner mehr über Ozonloch wegen MSK und DFB, BSE und so. Ist das Ozonloch wirklich gefährlich? Ich weiß nicht, ich weiß ganz genau, was mein Onkel jetzt zusieht und er hat mir früher gesagt, Johanna, du kannst gar nicht sagen, dass du das Ozonloch stopfen willst, weil du weißt ja gar nicht, ob es gibt. Woher, ja, weißt du denn, dass es das gibt? Ja. Ich war so, ja, das sieht man doch im Fernsehen. Ja. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig, ob es gibt, aber es gibt viele Indizien, die zeigen, dass es gibt. Ne? Aha. Ja, zum Beispiel die Korallenriffe werden wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr bestehen. Also sollte man jetzt hin? Ja. Ja. Und das heißt, was machst du als Meeresbiologin? Im Moment mache ich ja gar nichts als Meeresbiologe. Aber du warst, ne? Du bist ja noch nicht so lange bei MTV, oder? Nö, seit 5 Monaten. Sag noch ganz schnell, wie wurdest du für MTV entdeckt? Also ich wurde auf der Straße angesprochen. Wo? In Hamburg, am Jungfernstieg. Von wem? Von, ich glaube, oh scheiße, Doreen heißt sie. Nur ja. Von der Frau? Ja. Hallo, ich bin Doreen mit dem Handy und so, ja? Ja, mit oder, hallo, ich bin die Doreen und entschuldige mal kurz. Ja, ich rufe zu. War das so oder wie war das? Nein, sie war so, hey, stopp. Wirklich, so hysterisch, so durchgeknallt. Ja, hast du Lust, ja, irgendwie zum Was Casting? Was hatte sie an? Sie war ziemlich schwarz angezogen. Natürlich. Und Doreen sagte zu dir, du bist ein guter Typ, du siehst toll aus. Hast du Lust zu moderieren? Sie hat nur gefragt, hast du nicht Lust, zu einem Casting zu gehen für MTV? Und deine Antwort war? Ja. So. So schnell hast du dich entschieden? Ja. Ja? Ja, ich wollte nie wirklich unbedingt ins Fernsehen gehen. Das war nicht wirklich jemals irgendwie auf meinem Plan. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hast du noch als Meeresbiologin gearbeitet? Genau. Nein, da habe ich schon aufgehört. Da hatte ich ein schlechtes Erlebnis. Was denn? Ich
Weiß auch nicht, ich habe jeden Tag, ich bin, außerdem werde ich ja seekrank, ne? Das habe ich auch später. Fantastisch, eine Meeresführung, die seekrank wird. Das finde ich großartig. Das ist eigentlich wie ein Himalaya, der Höhenangst hat. Das finde ich toll. Wo hast du das gemerkt? Als ich stehend eingeschlafen bin auf dem Boot. Ich wusste davor schon, dass ich Meeresbiologen krank werde, seekrank werde. Ja. Und ich habe dann so eine Tablette genommen. Und wir sind die natürlich so eine, nicht sitzen, ist klar. Doch, die wirken wirklich? Wie. Ja, aber man schläft ein auf dem Boot, während es schaukelt. Aha. Und ich stand dann so schlafend auf dem Boot, während es geschaukelt hat. Und mein Professor hat dann zu mir gemeint, Johanna, interessierst du dich wirklich dafür? Ich wusste, du solltest lieber Kaffee kochen. Das hat der Professor gesagt? Ja. Das ist frauenfeindlich. Ja. Ich hoffe, man hat diesen Macho gefeuert. Nein, das ist, glaube ich, nie so, dass das passiert. Ne? Aber jetzt weiß es ja, jetzt habe ich es gesagt. Ja? Ja. Und was war das Projekt, mit dem du dich als letztes beschäftigt hast? Das war der Energiefluss durch die Nordsee. Durch der das Meer. Energiefluss durch die Nordsee? Ja, der Energiefluss durch das Meer. Das klingt sehr schön. Ja, und wie ist das? Kann man das kurz erklären? Das auch wenn ein Fisch was isst, dann bekommt er eine bestimmte Menge von Energie. Ja. Und dann versucht er so viel wie möglich davon beizubehalten, damit er wachsen kann und schwimmen kann und so weiter. Und den Rest, den kackt er dann wieder raus, ne? Und ja, und ich habe dann die Kacke untersucht. Ja. Daraus zieht man großen Gewinn, oder? Ja. Ja. Wie sind jetzt deine Pläne? Macht das Spaß bei MTV? Kannst du dir das länger vorstellen oder bist du doch wieder zurück in die Wissenschaft? Das macht schon Spaß, weil ich die Leute sehr gerne mag, die da arbeiten. Ja. Und ich mag auch den Sender natürlich, aber ich möchte nicht so gerne weiter. Ich sehe mich nicht im Fernsehen. Wirklich? Und nein. Was ist dein Traum für die Zukunft beruflich? Ich würde gerne eine Weltreise machen, rausfinden, wo man mich brauchen könnte und wo ich was Gutes tun könnte. Und wenn ich dann in meinem Sterbebett liegen werde, dann möchte ich gerne wissen, dass ich etwas Gutes getan habe. Für die Welt. Ich wünsche, ich hätte diesen Satz auch mal sagen können. Ja. Toll. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass es im Fernsehen wirklich gut weitergehen wird. Ja? Vielleicht. Alles Gute, meine Liebe. Vielen Dank. Komm mal wieder. Das ist sehr interessant. Wir haben ja nur einen Teil besprochen. Vielleicht können wir auch mal sowas vorführen. Oder so ein kleines Experiment machen. Ich finde das sehr interessant. Ja. Bis morgen Abend. Tschüss. Gute Nacht. Danke Ihnen.